If I was free to do the things I might, I'm telling you true, I'd be anything but blue. If I could be with you. Hallo, ich bin die Rosa aus dem Schwarzertal und mein Seelenpartner soll mich finden. Wie muss ein Mann sein, damit Sie ihn lieben können, Rosa? Er soll meine Seele berühren. Und optisch muss er mich ansprechen. Und wenn das einmal die Optik stimmt und das Herz, die Liebe, dann kann nicht viel passieren. 1,65 bis 1,75, ein Lächeln um die Mundwinkeln, ne, das ist mir sehr wichtig. Ab 75 plus, minus. Nein, ich brauche schon einen agilen, ein bisschen gestandenen Mann, einen gepflegten. Suchen Sie eine platonische Beziehung? Naja, platonisch. Wenn er noch agil ist, ist mir fast lieber, weil man sich besser binden kann, finde ich. Ist es ein Wunder, wenn einem die Liebe begegnet? Das glaube ich schon, weil das ist nicht so leicht. If I could be If I was free to do the things I might, I'm telling you true, I'd be anything but blue if I could be with you. Waren Sie verheiratet? Ja, 31 Jahre. Und der hat in der Werkskapelle und in der Band gespielt. Aber er war am Wochenende immer weg, ne? Mit der Musik. Er war sehr hübsch, ja. Sprechende Augen. Hat er auch ein Herz gehabt? Ich glaube, die Musik, der hat er geliebt. Da hat er sein Herz hineingegeben. Ich habe mich dann getrennt. Durch Zufall habe ich wieder einen Partner gefunden. Und es war keine 5 Jahre, hat einen Herzinfarkt gehabt. Dann ist er verstorben. Aber wieso haben Sie jetzt so ein schönes, großes Haus? Wie haben Sie sich das erwirtschaftet? Der zweite Mann, der war bei der Versicherung, war der Inspektor. Ja, er hat mir dann bei der Einrichtung und so geholfen. Aber sonst schon mit Arbeit und Sparen. Das ist halt eine Einteilung. I want you to know I wouldn't go until I told you, honey, why I love you so. Sie sind 1938 auf die Welt gekommen. Ja. Welche Erinnerungen haben Sie an den Krieg? Ich war immer bei der Oma. Das war ein Bauernhof, da waren die Familien alle zusammen. Nicht? Und die Oma hat einen langen Rock getragen. Und wenn ich Angst habe, bin ich immer bei ihr. Ich sehe es immer noch, die haben immer an der Hand genommen. Und unter dem Rock bin ich verschwunden, da bin ich versteckt. Nicht? Da war ich 8 Jahre, ist meine Mutter verstorben. Und die Oma 1,5 Jahre vorher. Und ich war mit 8 Jahren, ich war die zweite Älteste. Mein Bruder war 11, ich war 8. Und die anderen 2 Geschwister waren jünger, ich war gleich Mutter. Die haben sie alle an mich geklammert. Das heißt, Sie haben nie Zeit gehabt, ein kleines Mädchen zu sein? Nein, ich war immer erwachsen. Hat Ihnen Ihre Mutter Ihr ganzes Leben lang gefehlt? Sehr, sehr, sehr lange. Was war Ihr Vater für ein Mensch? Den muss suchen. Vor 1001, so ein ganz lieber, netter Mensch. Da kommt dann immer so viel hoch, wenn man ans Leben denkt. Ja, das ist stimmt. Aber ich bin sonst nicht so stark. Aber manches Mal, das hat mich jetzt, ja. Das sieht man, dass man sich in der Tiefe berührt, nicht?
Welche Musik hören Sie? Captain Cook gefällt mir sehr gut. Der Haber Cook, der Clown? Der Captain Cook auf Amerika mit den singenden Saxophone. Kennst du den? Ich hab glaubt, Sie mögen den Haber Cook, den Clown. Nö, schau ja gerne an. Ist die Liebe eine Achterbahn? Nicht die Liebe ist eine Achterbahn, sondern das Leben ist für mich eine Achterbahn. Wir sitzen da drinnen, dann geht's einmal hoch, dann geht's einmal runter, dann steht's einmal still, dann steigt wer dazu. Ist schön. Ich find's schön, ich bereue nichts in meinem Leben. If I could be